Dagmar Belakovic von der FPÖ wird das jetzt wohl nicht so stehen lassen. Das 7-Punkte-Programm, das Sie hier dargelegt haben, ja, das stimmt. Sie haben daraus kurz zitiert, nämlich das gesunde Essen, die tägliche Turnstunde, so durchaus Forderungen, die berechtigt sind. Ich glaube, es gibt viele Eltern, die sich auch die Schuljause nicht leisten können. Selbstverständlich kann man hier andenken, ob man das in einem gemeinsamen Essen macht, ob es dann sozusagen die gesunde Jause jeden Tag gibt. All diese Möglichkeiten gibt es. Aber Sie haben halt auch ganz andere Forderungen darin. Und da fange ich einmal gleich an mit dem Punkt 1. Das ist der Rechtsanspruch auf den ganztägigen kostenfreien Kindergarten und Schulplatz. Wissen Sie, da kommt mir dann gleich, wenn das von der SPÖ kommt, die ehemalige Wiener Stadtschulratspräsidentin Susanne Brandsteil in den Sinn, die gefordert hat, den verpflichtenden ganztägigen Kindergarten ab dem ersten Geburtstag. Und meine Damen und Herren der SPÖ, da werden Sie mit uns überhaupt nichts gewinnen können. Da sind wir absolut dagegen. Ich glaube, es braucht hier keine Zwangsmaßnahmen für Kinder, sondern es muss die freie Entscheidung der Eltern bleiben, in welche Schulen, in welche Kindergartenform sie ihre Kinder bringen. Der Punkt 3 ist auch eine sehr spannende Geschichte, wo Sie dann schreiben, nur 6 von 4 Schülerinnen der 4. Volksschulklasse können sinnerfassend lesen. Frau Kollegin Heinisch-Hossek, Sie waren so lange Bildungsministerin. Das ist ja ein Zeugnis, dass Sie sich selbst hier ausstellen. Das heißt, da haben Sie ja als Bildungsministerin versagt, wenn man sich das genau durchliest, was das bedeutet. Und dann sagen Sie, Sie wollen 5.000 Lehrer mehr. Was haben Sie denn gemacht in Ihrer Zeit als Bildungsministerin? Offensichtlich haben Sie nichts gemacht, weil sonst hätten wir heute nicht die Auswirkungen Ihres Wirkens. Also das ist natürlich wirklich eine Schande, dass das passiert. Aber ich sage Ihnen auch, meine Damen und Herren von der SPÖ, was Sie hier machen, Sie fordern noch mehr Transferleistungen. Österreich ist im Spitzenfeld. Aber Kinderarmut kann man nicht nur mit Transferleistungen bekämpfen. Kinderarmut ist ein multimorbides Problem. Und gerade Eltern, wo es vielleicht Alkoholismus gibt, Eltern, die selbst für Bildung nichts halten, die werden ihren Kindern auch keine Werte vermitteln. Und wir wissen ganz genau, dass finanziell arme Eltern, die aber sehr wohl ein Humankapital haben, die ihren Kindern Kultur beibringen, die mit ihren Kindern auch sprechen, die hier auch wirklich eine Wertehaltung vermitteln, dass diese Kinder die gleichen Chancen haben am Bildungsweg wie Kinder aus wohlhabenden Familien. Das heißt, jetzt zu glauben, ich kann nur mit Geld dieses Problem in den Griff bekommen, das ist auch ein Ansatz, der mal hinterfragt werden müsste. Denn wir wissen ja, meine Damen und Herren, wir wissen ja ganz genau, dass es Eltern gibt, die ja auch darauf hingewiesen werden von Lehrern, wo Eltern sich nicht drum kümmern, die kommen auch nicht in die Schule zu Sprechstunden, obwohl sie vorgeladen werden. All das sind Probleme, die letztlich am Rücken der Kinder landen werden. Und hier sollte man einmal den umgekehrten Weg denken, wo man diesen Eltern nicht einmal eine Transferleistung kürzt, weil das wahrscheinlich die einzige Sprache ist, die solche Eltern, denen Bildung überhaupt nichts bedeutet, die diese Sprache verstehen. Das, glaube ich, wäre auch einmal anzudenken, meine Damen und Herren. Und es ist auch in dem Zusammenhang schon auch spannend, wie viele SPÖ-Politiker vor allem in Wien ihre Kinder in Privatschulen schicken. Überlegen Sie sich das einmal, warum ist denn das so, dieses Faktum? Und dann gehen Sie in sich und überlegen, was wirklich schiefläuft im öffentlichen Bereich und ob die SPÖ dann nicht Mitschuld trägt an diesem ganzen Wahnsinn, der hier stattfindet. Das, was Sie angeführt haben, das ist jetzt, da bin ich jetzt beim Punkt 5. Punkt 4 haben wir jetzt freigelassen, das war der kostenfreie Zugang zu diagnostischen Therapeuten. Leistungen, ja, dem stimme ich zu. Selbstverständlich haben alle Kinder das Recht dazu zu haben. Punkt 5, da gehen Sie her und sagen, die Mindestsicherung und der Familienbonus Plus. Ich glaube, meine Kolleginnen und Kollegen von der SPÖ, Sie haben es bis heute nicht verstanden. Der Familienbonus Plus ist eine Steuerleistung, eine Steuergerechtigkeit für die Eltern, nämlich um jene Menschen, die verdienen, die Steuern zahlen und keine Kinder haben, mit jenen sozusagen ein bisschen auszugleichen, die Kinder haben. Das ist ja nicht die Familienleistung. Trotzdem hat die Bundesregierung die letzte auch sich dazu entschlossen, vor allem besonders für Alleinerzieherinnen oder Menschen mit sehr geringem Einkommen ein zusätzliches Geld auszubezahlen. Das heißt, da ist ja etwas passiert. Sie negieren das immer so, sie schieben das immer so weg. Die Unterhaltseinführung und dann haben Sie noch etwas gebracht, das gefällt mir besonders gut, die Erhöhung des Schulstartsgelds. Wissen Sie, Frau Kollegin Heinisch-Hossek, von 2008 bis 2010 gab es eine 13. Familienbeihilfe. Und wann wurde die gekürzt? Wer war damals Bundesregierung?
Bundeskanzler und wer war damals der Sozialminister. Das waren beides SPÖ-Männer, nämlich Faymann und Hunsdorfer. Damals wurde schlicht und einfach die Familien, die 13. Familienbeihilfe gestrichen. Es wurde ein Schulstartgeld eingeführt. Es wurde übrigens auch die Familienbeihilfe für Studierende gekürzt bis zum 24. Lebensjahr. Jugendliche, die die Ausbildung abgeschlossen haben, haben sie sofort verloren. Davor gab es 3 Monate mit Überhang. Und all diese Kürzungen, all das war die SPÖ, die das eingeführt hat. Jetzt stellen Sie sich her und bejammern das. Wissen Sie, das ist einfach eine unredliche Debatte, die Sie hier führen. Wir sind der Meinung, Kinderarmut darf und soll in Österreich nicht sein. Aber Kinderarmut kann man nicht nur mit Transferleistungen in den Griff bekommen, weil Kinderarmut eben nicht nur finanziell ist, sondern sehr, sehr viele Ursachen und Gründe hat. Dagmar Belakovic von der FPÖ sagt, der 7-Punkte-Plan der SPÖ enthalte Forderungen, die berechtigt seien, wie etwa die nach gesunden Jausen für die Kinder. Allerdings könne Geld allein die Chancenungleichheit der Kinder nicht beseitigen.